Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vorschau-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Alexos. Und ich möchte dir heute in diesem Video hier zeigen, wie die neuen Sets vom öffentlichen Testserver vom Update 30 Blackwood aussehen. Wir befinden uns aktuell in Testserver Woche 2, das heißt also große Änderungen lassen noch auf sich warten. Ihr seht jetzt also die Sets in ihrer, ja, ersten öffentlichen Version hier in diesem Video. Das heißt also, es kann noch zu einigen Anpassungen, vor allem von Zahlen und Sekundenwerten, kommen. An dieser Stelle hier sei ganz klar gesagt, es gibt einige spannende neue Sets, die mit dem neuen Update Blackwood auf uns zukommen. Wir haben so zum Beispiel neue, normale und perfekte Raid-Sets, insgesamt 4 Stück. Drei Oberland-Sets. Drei Crafting-Sets. Dann haben wir drei neue Kaiserstadt-Monster-Sets. Sehr, sehr spannende Neuerungen. Wir haben 4, in Klammern 5, Mythic-Items, die neu mit dazukommen. Und natürlich wird auch jede Menge überarbeitet. Das alles schauen wir uns heute hier in diesem Video an, deswegen lass uns direkt reinspringen ins Game. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest zu wichtigen Informationen, zu zukünftigen Updates von The Elder Scrolls Online, dann lass gerne ein Abo und aktiviere die Glocke, wenn dir das Video gefällt, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ja, und was ändert sich nun, beziehungsweise was gibt es für neue Sets? Bevor wir mit den eigentlichen anfangen wollen, möchte ich euch ganz, ganz wichtig an dieser Stelle hier auf eine Neuerung hinweisen, die vor allem alle interessieren wird, die mit Sets spielen, die es in der perfekten und nicht perfekten Variante gibt. Ganz kurz erklärt, woher bekommt man diese Sets, beziehungsweise wie unterscheiden sich die? Nehmen wir jetzt als Beispiel das Set Reliquien. Ja? Reliquien gibt euch einen Zweierbonus, einen Dreierbonus, ein Vierer und einen Fünferbonus in der normalen Variante. Dann gibt es noch eine perfekte Variante. Diese hat zwei Fünferbonis. Das Ding ist aber an dieser Stelle hier, dass dieser zweite Fünferbonus, beziehungsweise es ist ja der erste, zumindest in der Reihenfolge hier, dieser ist sehr viel schwächer und schon fast unbedeutend. Es gibt einige von diesen perfekten Set-Bonis, die irrelevant sein können. Meistens ist das dann zum Beispiel Crit, für einen Tank vielleicht Leben. Aber im Grunde ist es so, dass ihr sowohl in der normalen als auch in der perfekten Variante den wichtigen Bonus, den Fünferbonus, bekommt. Die Leute, die sozusagen hier den schweren Veteran-Hardmode-Content spielen, kriegen also nochmal einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein als nettes on the top dafür, dass sie als erfahrene Spieler unterwegs sind. Das heißt aber nicht, dass sich die normalen Versionen von den perfekten verstecken müssen, sondern ihr könnt letzten Endes beide, also ihr könnt letzten Endes eine von beiden spielen. Natürlich immer nur eine von beiden, ist ja klar. Gut, soweit erstmal zu diesen Varianten. Wo bekommt man sie her? Normal Veteran Raids, Veteran Hard Mode Content. Nun ist es so, dass man diese Sets bislang nicht kombinieren konnte. Das heißt also, ihr hattet 4 Teile perfektes Reliquien an, das fünfte hat euch gefehlt. Dann konntet ihr leider kein perfektes Reliquien, beziehungsweise die Teile, die ihr schon habt, benutzen. Denn für den Fünferbonus brauchtet ihr ein fünftes Teil perfektes Reliquien. Ihr konntet jetzt also nicht 4 Teile perfektes Reliquien tragen und beispielsweise noch den Wams vom normalen Reliquien. Das ließ sich miteinander nicht kombinieren. Das wurde nun geändert und das ist ein super wichtiger Schritt, wie ich finde, sehr, sehr positiv. Denn nun kann man diese Sets miteinander kombinieren, also perfekte und nicht perfekte Sets lassen sich miteinander kombinieren. Wie funktioniert das Ganze? Immer wenn, sobald ihr ein Rüstungsteil anhabt, was nicht, oder ein Waffenteil, Schmuckteil, was auch immer, was nicht zum perfekten Set gehört, wird der unwesentlich starke Fünferbonus deaktiviert. Also dieser zweite zusätzliche Fünferbonus, der wird einfach abgeschaltet. Das heißt also, wenn ihr jetzt 3 Teile perfektes Reliquien tragt und 2 Teile nicht perfektes, dann bekommt ihr Bonus 2, 3, 4 und den relevanten Fünferbonus, den es auch in der normalen Version gibt, den kleinen Zusatzbonus, den es in der perfekten Version gibt, der wird einfach nicht gewertet. Wenn ihr jetzt also beispielsweise 4 normale Teile trägt, ein perfektes, ist es das gleiche. Ihr bekommt quasi nur die Bonis, die normale Variante hat, aber nicht den, den das perfekte Set hat, denn ihr tragt ja kein komplettes perfektes Set. Okay, soweit so gut. Hier ganz kurzer Disclaimer an dieser Stelle hier. Wenn du bereits auf dem Testserver warst und ausprobiert hast, wie das denn mit beispielsweise Maelstromwaffen aussieht, beziehungsweise Waffen der Fertigkeitsveränderung, schreib mir das gerne mal in die Kommentare, denn das habe ich noch nicht getestet. Was passiert beispielsweise, wenn man einen perfekten und einen nicht perfekten Dolch des Maelstrom spielt? Funktioniert das trotzdem? Ich denke mal, ich hoffe mal. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das bereits wisst.
Okay, soweit, so gut erstmal zu diesen ganzen Krimskrams hier. Ich würde sagen, jetzt gehen wir rein in die eigentlichen Sets, in die spannenden Sachen. Und anfangen würde ich da gerne mit den Raid-Sets aus dem neuen Raid Felsheim. Ich bin ja auch bereits schon in der Kaiserstadt, um euch die neuen Monster-Sets dann gleich mal zeigen zu können. Ja, und ich werde mir das immer anhand der perfekten Varianten anschauen. Wir haben hier beim ersten leichten Rüstungsset maximale Magicka, 5% mehr Schaden gegen PvE-Gegner, kritische Wahrscheinlichkeit, sehr, sehr stark. Dann als perfekter 5er Bonus maximale Magiekraft. Okay, nice to have, aber kein Must-Have. Und jetzt kommt das Spannende: erhöht euren Schaden gegen PvE-Gegner abhängig von eurer fehlenden Magicka um 15%. Ihr müsst euch vorstellen, eure Magicka, ihr müsst euch quasi vorstellen, eure Magicka in Drittel geteilt. Ja, das heißt also, dieses Set wirkt sehr gleichmäßig. Das heißt also, habt ihr 100% Magicka, kriegt ihr 0%, so wie ich jetzt gerade eben. Habt ihr nur noch 66% eurer Magicka, dann bekommt ihr 5% erhöhten Magieschaden. Habt ihr nur noch 33% eurer maximalen Magicka, bekommt ihr 10% mehr, nicht Magieschaden, sondern halt mehr Schaden gegen PvE-Gegner. Habt ihr 0% Magicka, ist also Magicka, also komplett leer, erst dann würdet ihr die vollen 15% bekommen. Ist also linear, ja, das heißt also abhängig davon, wie viel Magicka ihr da gerade habt. Und das habe ich auch schon ausprobiert, dementsprechend. Das heißt, dieses Set könnte durchaus sehr interessant werden, aber es ändert das Micromanagement in-game. Das heißt also, das wird für erfahrene Spieler ein sehr, sehr gutes Set sein. Definitiv kann man damit einiges machen. Ich denke, vor allem Magiker-Charaktere an der Raid-Puppe, die eh schon krassen Schaden gemacht haben, die werden jetzt umso mehr Schaden machen können mit diesem Set. Dementsprechend sehr, sehr interessant hier an dieser Stelle, ja. Unterschätzt es nicht, aber ihr müsst auf jeden Fall eure Spielweise an dieses Set anpassen. Dann haben wir als nächstes das zweite leichte Rüstungsset für Heiler. Ich habe mich gerade nur ein bisschen gewundert, warum hier noch ein zweites Set ist, aber macht ja Sinn. Wir haben hier wieder Maika-Regeneration, nice. 5% weniger Schaden von PvE-Gegnern. Dann haben wir als nächstes hier an dieser Stelle 124 Magiekraft. Okay, alles klar. Also Standardbonus 129 dann in der goldenen Variante. Als perfekten 5er-Bonus haben wir knapp 1100 maximale Magicka dann. Okay, unwesentlich, nicht unbedingt kein Must-Have auf jeden Fall. Wobei ja jetzt Heilungs-Proc-Sets skalieren würden mit maximaler Magicka, aber das ist wieder ein anderes Thema. Spielen wir sowieso nicht, ist genügend Heilung im Spiel, dementsprechend jetzt nicht so wichtig der Bonus. Aber eure schweren Angriffe mit maximaler Stärke belegen euer Ziel mit einer Seelenbombe, die sich auflädt, wenn euer Ziel Schaden erleidet. Nach 10 Sekunden explodiert die Bombe und stellt bei bis zu 12 Gruppenmitgliedern innerhalb von 16 Metern um die Explosion 5% des verursachten Schadens als Ausdauer und Marker wieder her. Höchstens jedoch jeweils 2240 Punkte, das heißt also 2240 Ausdauer und Magicka. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten. Auch bei diesem Set, was nice an dem Set ist, hier steht an dieser Stelle eure schweren Angriffe mit maximaler Stärke. Das ist eine wichtige Sache. Das heißt also, man muss tatsächlich eine volle Heavy Attack machen, damit dieses Set tatsächlich wirkt. Zumindest nach dem Text hier an dieser Stelle. Das ist eine leider krasse Einschränkung, denn in der Zeit von einer Heavy Attack kann eine Menge passieren. Nichtsdestotrotz ist das ein ziemlich gutes Sustain-Set. Das heißt also, das wird ein gutes Heiler-Set sein, definitiv. Das wird ein gutes Heiler-Set sein. Man kann dann vielleicht sogar auf Regenerationsfood und solche Geschichten verzichten. Dementsprechend nice. Mehr Schaden für die Schadensausteiler. Kommt aber, wie gesagt, darauf an, wie gut ihr einschätzen könnt die Situation im Kampf, ob ihr gerade einen schweren Angriff machen könnt oder nicht. Dementsprechend durchaus gut und relevant. Haben wir als nächstes das mittlere Rüstungsset. Waffenkraft, okay. 5% mehr Schaden gegen Gegner, gegen PvE-Gegner. Kritische Waffentreffer. Jetzt kommt ein krasser 5er-Bonus, den man nur mit der perfekten Variante bekommt, nämlich kritische Wahrscheinlichkeit. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr, also leider ein sehr, sehr starker perfekter Bonus. Dementsprechend hier wird die perfekte Variante schon ein bisschen mehr Schaden machen als die nicht perfekte Variante, auch wenn es nicht die Welt ist. Stirbt ein Feind, dem ihr kürzlich Schaden zugefügt habt, bleibt 6 Sekunden lang eine rachsüchtige Seele zurück. Es kann
immer nur eine rachsüchtige Seele aktiv sein. Berührt ihr die Seele, erhöht ihr 30 Sekunden lang eure Wertung für kritische Treffer. Da sollte eigentlich 2100 und ein paar zerquetschte stehen. Ich glaube, 2160 ist ein Bug, dass das da aktuell nicht steht. Und euren kritischen Schaden um 12%. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich strong, ja, also mega strong. Es ist ein sehr situatives Set, also man, was man jetzt schon merkt, das sind alles sehr, sehr situative Sets, ja. Wir haben hier ein Set, was von eurem Marker abhängig ist, sehr situativ, auch ein bisschen klassenabhängig. Wir haben hier ein Set, wo ihr eine Heavy Attack machen müsst für, das muss man auch erstmal in der richtigen Situation machen. Und wir haben hier ein Set für, wo Gegner sterben müssen. Also alles Sets, die ganz bestimmte Nischen füllen. Daher sind sie nicht unglaublich overpowered non-top, weil man kann sie nicht immer in jeder Situation nutzen. Aber alle diese drei Sets, die wir hier bis jetzt hatten, kann man in überwiegend allen Situationen nutzen. Nicht in allen Situationen, aber in den meisten wird man sie nutzen können. Hier zum Beispiel ein sehr, sehr beliebter Anwendungszweck, wo man das nutzen kann, wird dann zum Beispiel Trash sein, also viele kleine Gegner, die Gegnergruppen zwischen den Bossen. Dafür wird das bestimmt sehr, sehr interessant werden und auch für einige Bosse könnte es interessant sein. Ich denke da an schwierige Raids wie beispielsweise Kühnes Aegis, Hard Mode kann man klar sagen, Endboss, die ganzen Slimes, aber auch solche Sachen zum Beispiel wie die Drachen, wo andauernd, also Sonnenspitz, wo andauernd irgendwelche Adrenarchen kommen. Oder beispielsweise auch gerne Wolkenruhe, wo wir die ganze Zeit die Minibosse im Veteran-Hardmode töten müssen. Also in den Hardmods auf jeden Fall Situationen, wo man es machen kann. Auf Normal auch, wobei Wolkenruhe auf Normal, gut, ist ein anderes Thema. Aber dieses Set wird sehr, sehr stark sein. Auch hier muss man wieder üben. Nicht jeder wird mit dem Set gut umgehen können. Nicht jeder wird mit dem Set gute Ergebnisse fahren. Aber auch das ist ein sehr, sehr starkes Raid-Set. Definitiv das Farmen wert. Also bis jetzt alle drei Raid-Sets sehr interessant, sehr, sehr stark, definitiv Verkaufsargumente für die neue Erweiterung. Dann haben wir als nächstes das schwere Set für Tanks interessant. Wir haben einen ja eher ungewöhnlichen Stat für Tanks, den es bis jetzt bei den meisten Tanksets noch nicht gab. Auch wenn Tanks häufig Magicka benutzen, gibt es bei wenig Tanksets Magicka, außer wir spielen jetzt irgendwie ein elementarer Katalysator, aber das ist ein leichtes Rüstungsset, anderes Thema. Also, schweres Rüstungsset, was uns Magicka gibt. Nice. Gewährt dauerhaft kleinere Aegis, ist klar, 5% weniger Schaden durch PvE-Gegner. Wir bekommen maximale Ausdauer. Perfekte Variante, nochmal maximale Ausdauer, also nicht unbedingt ein Must-Have, die perfekte Variante. Und wirkt ihr eine ultimative Fertigkeit, und das ist wichtig, egal wie teuer, erhaltet ihr und bis zu 11 Gruppenmitglieder innerhalb von 28 Metern um euch herum, 21 Sekunden lang, sehr, sehr lang, größere Kraft, wodurch euer verursachter kritischer Schaden 20% erhöht wird. Dieser Effekt kann einmal alle 30 Sekunden eintreten. Wenn der Spieler, der dieses Set trägt, jetzt beispielsweise noch das Set Yorwuls trägt, was die Wirkdauer von Buffs verlängert, dann kommt man hier locker auf 28, 29 Sekunden, kann also das Set fast auf Cooldown benutzen. Also eine einzige Person kann das Set auf Cooldown benutzen. Dieses Set ist sehr, sehr mächtig. Man hat bis jetzt die größere Kraft hier erhalten über das aggressive Signal. Übrigens, da ist irgendwie, fehlt ein Leerzeichen zwischen erhaltet und größere, glaube ich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und hier kriegt man für 10 Sekunden 20%. Nice. Man kriegt auch nochmal Ausdauer und Magicka. Aber man muss an dieser Stelle hier sagen, man kann diese Ausdauer und Magicka durchaus vernachlässigen. Es sind 10%. Ja, das heißt also, wir nehmen jetzt mal 30.000, ihr habt 30.000 Magicka oder Ausdauer, fehlen euch also 3.000 Magicka oder Ausdauer. Ja, das ist nicht wenig, ja, aber das wird jetzt nicht die Welt an Schaden ausmachen. Es wird Schaden ausmachen, aber nicht die Welt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass eine einzelne Person quasi eine 100%ige Uptime von größere Kraft machen bzw. erzeugen könnte, dann ist das sehr, sehr mächtig. Für wen ist das vor allem gut? Konsolenspieler, die sich nicht so gut koordinieren können. Achtung, bitte hört noch kurz zu, bevor ihr in den Kommentaren, ne, und so weiter und so fort. Schreibt mir uns gerne Kommentare, falls ihr Feedback zu den Sets habt und eure Meinung, ne, sehr, sehr wichtig. Schreibt es mir auf jeden Fall rein. Aber jetzt mal ganz kurz, für Konsolenspieler, super spannend. Konsolenspieler haben nämlich keine Add-ons, die ihnen das Spiel vereinfachen und sagen, hey, übrigens, Spieler XY, sein Horn ist ausgelaufen, jetzt bist du dran. Und ihr zückt dann euren Pokéball. Nein, diese Add-ons habt ihr auf der Konsole nicht. Aber mit solch einem Set braucht ihr sie halt auch nicht. Weil ihr könnt mit einem einzelnen Spieler 100% von dem Buff hinkriegen, knapp. Also nicht 100%, aber
über 80-85%, ja. Ist also sehr, sehr stark, sehr, sehr gutes Set. Was noch mit hinzukommt für einen Tank, sehr, sehr interessant. Es ist ein PvE-Set. Und es handelt sich hierbei um einen PvP-Skill. Maybe, wir kommen ja nachher noch zu Kaiserstadt-Monster-Sets. Also neue PvP-themed Monster-Sets, die man auch aus dem PvP erhält. Merkt ihr was? Eventuell geht es in die Richtung, PvE-Sets bekommt man aus dem PvE und Skills aus dem PvP braucht man nicht unbedingt im PvE. Und PvP-Sets bekommt man aus dem PvP. Genius. Mensch, das ist ja so, als ob, Gottes Willen, da muss die Etage gewechselt haben. Gut. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber auf jeden Fall interessante Entwicklung, muss ich sagen, an dieser Stelle hier. Sehr, sehr spannend. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, das ist ein Mindset, was man im Kopf behalten sollte. Eventuell bahnt sich da schon eine zukünftige Änderung. Sehr, sehr interessant. Okay, das waren die Raid-Sets. Da haben wir jetzt viel zu viel Zeit mit verstrichen, verlassen hier. Deswegen lasst uns zu weiteren Sets kommen. Ich würde gerne als nächstes mit euch die Oberland-Sets besprechen. Und dann gucken wir uns Mythic-Items an. Dann gucken wir uns die Kaiserstadt-Monster-Sets an. Und ganz zum Schluss gucken wir uns die Crafting-Sets an. Also, Oberland-Sets, dazu gehen wir auf DLC-Gebiete. Und wir wollen hier nach Blackwood. Und dann gucken wir uns mal an, was es hier Schönes gibt. Bedenkt bitte, ich habe jetzt hier die grünen Bonis. Das heißt also, ihr habt dann die goldenen. Die sehen nochmal ein bisschen anders aus. Nochmal ein bisschen höher. Wir haben zweimal Magiekraft beim leichten Rüstungsset. Kritische Magietreffer. Und jetzt sehr, sehr spannend. Alle Magiker-Wands, hört gut zu. Euer verursachter Frostschaden bzw. Schaden mit Frostfertigkeiten wird um 6% erhöht, euer verursachter Schaden gegen unterkühlte Feinde wird um 4% erhöht und euer verursachter Schaden gegen Feinde, die an kleinere Brüchigkeit leiden, wird nochmal um 2% erhöht. Das sind alles Effekte, also der Effekt, wo ihr 4% mehr Schaden macht und 2% mehr Schaden macht, sind Effekte, die ihr mit Frostschaden herbeiruft. Ja, das heißt also, das ist ein sehr frostig gethemtes Set. Das heißt ja auch Frostbiss. Hätte übrigens ganz gut nach Greymoor gepasst, wie ich finde, vom Namen her. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Micah-Warn-Set. Ich denke, es ist nicht OP. Ja, dafür sind einfach diese 12%, die ihr nicht dauerhaft haben werdet, wahrscheinlich overall ist halt immer noch ein bisschen schwächer als andere Sets. Aber es ist trotzdem eine immense Schadenserhöhung. Es könnte in Solo-Content vielleicht interessant sein. In koordinierten Raid-Gruppen könnte es interessant sein. PvP könnte es interessant sein. Es gibt sehr viele Einsatzorte, wo es interessant sein könnte. Das schwere Rüstungsset. Wieder maximale Malka. Interessant. Leben, Ausdauer, alles nice Stats. Stirbt ein Feind, den ihr kürzlich Schaden zugefügt habt, erhaltet ihr 10 ultimative Kraft und eure Lebensregeneration erhöht sich 10 Sekunden lang um knapp auf der goldenen Version an 1100. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten. Ich hätte jetzt gesagt, okay, nice, wir kriegen 10 ultimative Kraft, wenn ein Feind stirbt. Wir kriegen es aber nur alle 10 Sekunden, was dieses Set so ein bisschen killt. Ja, die Lebensregeneration ist nicer Support in Situationen, wo ein Tank richtig massig Schaden reinbekommt. Also, nehmen wir mal als Beispiel kühnes, wieder kühnes Aegis, Hard Mode, Endboss. Nice, okay. Lebensregeneration kann man da gebrauchen, um den Heiler zu unterstützen. Oder ihr habt den Debuff in Veteran, Hard Mode, Wolkenruh. Auch, okay. Kann man durchaus gebrauchen. Aber die Frage ist dann, lohnt es sich dafür, ein anderes 5er-Set fallen zu lassen, um das hier mitzunehmen? I don't know, wird sich zeigen. Ich glaube aber eher nicht. Dann haben wir als nächstes hier Totenländer-Assassine. Das ist das mittlere Rüstungsset. Waffenkraft, maximale Ausdauer. Und nochmal, jetzt übrigens interessant, 2 5er-Bonis bei einem Open-World-Set. 200 Waffenkraft auf der goldenen Variante. Fügt ihr einen Feind innerhalb von 10 Metern mit einem schweren Angriff Schaden zu? Achtung, hier steht nur schwerer Angriff, nicht voll aufgeladen. Das heißt, eine Medium-Attack, die aktiviert diesen Effekt auch. Werft ihr einen Fächer aus Messern, die getroffenen Feinden 4000 physischen Schaden zufügt, Feinde mit weniger als 50% Leben, allein 13 Sekunden lang insgesamt 7000 Blutungsschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden auftreten. Ich habe jetzt hier gerade einen fast komplett nackten Charakter, das heißt, die Werte werden wesentlich höher sein, wenn ihr einen full-equippten Ausdauercharakter habt. Ich denke hier so an... Also ich denke, das hier könnte ein sehr, sehr interessanter Build sein für Leute, die auf Heavy Attack
Sachen stehen. Ja, also ich denke zum Beispiel an einen PvP-Ausdauer-Warden. Der timet seine Käfer, macht eine Heavy-Attack auf den Gegner, die Heavy-Attack trifft, die Käfer treffen, vielleicht noch einen Dämmerbrecher und dann nochmal das Set hier hinterher. Man hat gar keine Chance, sich in irgendeiner Form hochzuheilen. Könnte also durchaus im PvP sehr interessant sein, auch wegen der rohen Waffenkraftmenge, die wir hier bekommen, die halt die ganzen Proc-Sets jetzt in Zukunft skalieren ja die Sets, die Schaden machen, also nicht die Sets, die euch Schaden geben, in Form von Waffen, Magiekraft und so weiter und so fort, das nicht. Ja, auch nicht die Sets, die euch Crit geben. Wirklich nur die Sets, die euch Schaden geben. Flammenschaden, physischer Schaden, Blutungsschaden, bla bla bla. Die skalieren jetzt mit Magie und Waffenkraft, je nachdem, was höher ist. Das heißt, man kann auf einem Magiker-Charakter auch Ausdauer-Sets spielen. Man kann auf einem Ausdauer-Charakter auch Magiker-Proc-Sets spielen, die Schaden machen. Das gleiche gilt auch für Heilung. Das skaliert mit Ausdauer oder Magiker, je nachdem, was höher ist. Also auch da, ne, gibt es jetzt mehr Vielfalt, die man wählen kann. Interessantes Set für PvP. Im PvE denke ich eher keine Einsatzorte oder beziehungsweise sinnvolle Einsatzzwecke, wo wir das richtig gut benutzen können. Gucken wir uns als nächstes die Mythic-Items an. Ja gut, ich könnte natürlich auch einfach hier auf Verschiedenes gehen, Alexos. Ja, die Mythic-Items. Definitiv einer der Gründe wahrscheinlich, warum man dieses Kapitel eventuell holen wird. Warum, erfahrt ihr gleich mehr. Erstes Mythic-Item. Wir bekommen einen Stack bis hin zu 10. Solange wir uns im Kampf befinden, I guess. Und wir bekommen pro Stack 150 Magiker, 150 Magiker Leben und Ausdauer. Wenn wir außerhalb des Kampfes sind, verlieren wir alle 4 Sekunden einen Stack. Das heißt also, wir bekommen 1500 Magiker Ausdauer und Leben dazu. Hä? Was ist das für ein... Warum? Keine Ahnung, was man damit machen soll. Ist viel zu schwach. Dann haben wir als nächstes einen schweren Helm. 5000 Leben. 500 Lebensregeneration. 10.760 Resistenzen. Ich wiederhole das nochmal. Ich möchte euch nur mal ganz kurz was zeigen, ja. Machen wir unseren Taschenrechner auf jetzt hier. 3.320 ist das Resistenzcap. Alles darüber bringt euch nichts. Dies entspricht 50% Schadensreduzierung. Das heißt also, wir teilen das mal durch 50. Das heißt also, 664 magische und physische Resistenzen verringern den Schaden jeweils um 1%. Jetzt rechnen wir mal 10.760 geteilt durch 600, also durch 1%. Das heißt also, wir bekommen 16% weniger Schaden, wenn wir dieses Set ausgerüstet haben. Im PvP, wo sehr viel mit Schadens, sehr viel mit Rüstungsdurchdringung gearbeitet wird, wo man also auch durchaus mehr als 32.000 Resistenzen haben sollte, ja, 10.000 Resistenzen, ihr könnt da im PvP durchaus mal mit 43.000, 45.000 Resistenzen rumlaufen, die bringen euch noch was, weil euch die Gegner ja Resistenzen abziehen, für die könnte das sehr, sehr interessant sein. Und das Ding ist bei diesem Set, ihr könnt ja Sachen immer noch blocken, ja, also der Kick, das was Schlechtes, was sich erstmal doof anhört, wir können keinen Schaden mehr mit dem Blocken reduzieren. Ja, das ist kacke. Für einen erfahrenen Spieler oder einen Health-Tank, scheiße, okay, verstehe ich, ist nicht so gut. Aber wir können immer noch Attacken blocken, die uns aus dem Gleichgewicht bringen, die uns umwerfen, die uns stunnen, die uns verängstigen, die uns... Ne, ihr wisst, was ich meine. Diese ganzen Special Effects, alles, was mit Stun, Verlangsamung, bla bla zu tun hat, alles, was man blocken muss, ja, zum Beispiel ein Uppercut oder sowas, das könnt ihr immer noch blocken. Ja, der Schaden wird nicht mehr reduziert, aber den negativen Effekt bekommt ihr trotzdem nicht. Das wiederum heißt, dieses Set könnte durchaus sehr interessant sein, obwohl es euren Schaden, den ihr beim Blocken bekommt, sozusagen, die Schadensverringerung ist nicht mehr da. Aber es ist trotzdem immer noch sehr interessant. Auch weil ein bestimmtes Mythic-Item, Ring of the Pale Order, also Ring des Fallen Ordens, einen Nerf erhalten hat. Ist jetzt im Gruppengameplay nicht mehr so interessant. Sobald man mit einer großen Gruppe rumläuft, wer will das spielen? Keine Ahnung. Hier, übrigens, informiert euch darüber gerne mal in meinem Patch-Notes-Video, da habe ich darüber gesprochen, über den Ring. Hier
campt jetzt zum Beispiel dieses Item hier ganz interessant. Das ist nicht so stark wie der Ring des Fallen Orns im PvE. Definitiv nicht. Ihr könnt auch nur entweder oder tragen. Aber zum Beispiel im Gruppen, im Solo-Content, ihr wollt euch irgendwie schützen oder irgendwie sowas. Nice, könnt ihr machen. Da ist euer Item. Open-World-Bosse Solo machen, da ist euer Item. Ist okay, kann man benutzen. Nächstes Item. Kurze Schweigeminute, ganz kurz. In meinen Videos wird ja öfters mal darüber gesprochen, in meinen Kommentaren, dass ich nicht kritisch sei oder nicht kritisch genug. Ich möchte nochmal betonen, ich bin übrigens offizielles Mitglied des ESO-Stream-Teams und kann trotzdem solche Sachen sagen. Warum existiert dieses Item? Warum? Warum ist das da? Echt mal? Wir bekommen immer, wenn wir direkten Schaden machen, jede Sekunde maximal einen Stack. Immer wenn wir direkten Schaden erhalten, verlieren wir wieder einen Stack. Okay. Bis zu 10 Stacks. Pro Stack erhalten wir knapp 120 kritische Wahrscheinlichkeit. Das sind also nicht Prozent, sondern Wahrscheinlichkeit. Das sind also dann maximal 1200, 1190 kritische Chance. Und pro Stack 2% erhöhten kritischen Schaden. Das sind also 20%. 20%. Ja, gut. Ich weiß nicht, was man sich bei diesem Item gedacht hat. Es ist halt... Das sind die neuen terrassischen Würger. Es ist halt, das sind die neuen terrassischen Würger, das ist das neue OP-Item im neuen Patch, sowohl für Marker als auch Ausdauerschanzausteile, auch wenn es ein mittleres Rüstungsteil ist, es ist halt unglaublich strong, ja. Und was viel wichtiger ist, ich habe es schon mal getestet, diese Stacks zählen nicht einzeln, also ihr habt in eurer Charaktervorschau dann nicht, jetzt als Beispiel, ihr habt dann nicht 10 verschiedene Stacks, ja, und die laufen unterschiedlich aus, sondern immer wenn ihr einen neuen Stack generiert, immer wenn ihr neu direkten Schaden macht, dann refreshen sich auch alle anderen Stacks. Ja, das heißt also, immer wenn ihr quasi in den Kampf reingeht, dann müsst ihr das Set kurz aufbauen, bis ihr 10 Stacks habt und dann müsst ihr einfach nur innerhalb einer Minute direkten Schaden machen und ihr behaltet alle 10. So viel direkten Schaden kriegt man im Spiel jetzt auch nicht. Man kriegt als DD meistens keine Heavy Attacks oder generell Auto Attacks von den Bossen rein. Das heißt, vor allem gegen Bosse mega effektiv. In Trash Fights, okay, kann man drüber streiten. Man viele kleine Gegner hat, die auf einen einprasseln, okay. Aber erst wurde der ganze Crit-Schaden genervt, jetzt kommt dieses Set hier, I don't know, ist zu stark. Ja, um es nochmal ganz lieb und nett zu sagen, es ist zu stark. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich will ja auch gar keine Hetze betreiben, denn ihr müsst bedenken, es handelt sich hierbei um Test-Server-Sets. Das heißt also, die könnten ganz anders dann auf den Live-Server kommen, als sie jetzt hier aussehen. Aber ich befürchte, dass es so oder so ähnlich natürlich kommen wird. Wahrscheinlich halt schwächer, aber selbst wenn es nur ein Drittel so stark ist, wie es jetzt hier abgebildet ist, könnte das immer noch, also ausnahmslos stark sein. Ja? Es wird wahrscheinlich gespielt werden, auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Item, was aus den Patchnotes rausgenommen wurde oder vergessen wurde. I don't know, im Spiel ist es noch drin. Wenn immer ihr eine Ressource aufhebt, erhaltet ihr einen Stack, bis zu 20 Stück. Immer wenn ihr, also pro Stack, den ihr habt, erhaltet ihr beim Aufheben von Ressourcen 10% Bonusmaterial. Das ist die Frage, was heißt Bonusmaterial? Das muss man noch testen. Aber prinzipiell wären das dann ja 200% Bonusmaterial, die wir bekommen, immer wenn wir eine Ressource aufheben. Dieses Item klingt sehr nach Inflation. Mal gucken, ob so oder so ähnlich ins Spiel kommt. Es war, wie gesagt, in den Patchnotes nicht drin. Könnte sein, dass es noch gestrichen wird oder ein späteres Update das Item implementieren wird. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mal abwarten, ob das so kommt. Ich denke auch, diese 200% sind aktuell noch zu strong. Ich sehe da eventuell so 10 Stacks, vielleicht mit 2% oder sowas. Also 20% Bonusmaterial. Das sehe ich so als realistisch an. Oder gut, healthy, sage ich mal. Wäre immer noch nice, ne? Alles an Bonusmaterial beim Farmen ist cool, würde man mitnehmen wollen. Wobei, da müsste man gucken, lohnt es sich beispielsweise eher hier mehr Geschwindigkeit mitzunehmen mit dem Ring der Wilden Jagd.
Und dann kann man ja mehr Ressourcen aufheben oder lohnt sich dieses Set mehr, wo man dann Zusatzressourcen bekommt. Das werden wir sehen. Schreibt mir auch dazu gerne eure Meinung in den Kommentare. Ja, so, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen durchscrollen. Das sind die Änderungen, die es gab. Die kennen wir ja bereits. Jetzt kommt hier noch eine neue Kette. Reduziert die Kosten eurer Werwolf, Knochen-Tyrann bzw. Knochen-Goliath und Vampir-Verwandlung, also Ultimate, um 15%. Während ihr in der Transformation seid, erhaltet ihr 1200 maximale Marker, Leben und Ausdauer. Kurz und knapp, ist zu schwach, ja, also nice Kostenvergünstigung, aber man ist sowieso fast permanent in dieser Verwandlung dann drin, wenn man erstmal drin ist, außer jetzt Vampir-Verwandlung. Also bei den Ultimates, wo es eine Rolle spielt, ist man permanent drin, nämlich in der Werwolf-Verwandlung, weil man da nicht viel machen muss, um die aufrecht zu erhalten. Bei den Nekromanten und beim Vampir sieht es ein bisschen anders aus, aber auch da schätze ich diese 15% jetzt nicht als effektiv ein. Da wird man trotzdem lieber andere Mythic-Items oder Monster-Sets spielen wollen. Und 1200 Marker Ausdauer und Leben ist leider echt nicht viel, auch wenn es drei coole Sets sind, aber I don't know. Ich glaube nicht. Ja, so viel zu den Items, die es jetzt hier bei den Mythic-Sets gab. Und ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns hier einmal ein bisschen genauer an, was es hier bei der Händlerin zu holen gibt an neuen Cerodiel-Monster-Sets. Die Kopfteile bekommt ihr aus den Die Kopfteile bekommt ihr von den Kaiserstadt-Bossen, die oberhalb in der Kaiserstadt zu finden sind. Und die Schulter könnt ihr euch hier bei der Tevarstein-Händlerin kaufen. Und zwar entweder eine der drei Schultern random, das heißt also, ihr habt drei verschiedene Sets aktuell und die können leicht, mittel oder schwer sein. Das heißt, ihr habt eine 1/9 Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Richtige zieht. Bei diesen Boxen gebt ihr, wie ihr seht, doppelt so viele Telvarsteine aus. Ihr habt aber immer das richtige Set und habt nur leicht, mittlere und schwere Rüstung. Ihr habt also eine 1/3 Wahrscheinlichkeit, dass ihr das richtige Set zieht oder beziehungsweise das Richtige, was ihr wollt. Die richtige Rüstungsart. Beim ersten kriegen wir Rüstung Leben. Erleidet ihr Schaden, wenn ihr weniger als 50% eures maximalen Lebens habt, werdet ihr 10 Sekunden lang immun gegen Massenkontrolleffekte. In Kombination mit Champion-Punkten, die uns zum Beispiel 10% weniger einkommenden Schaden erhalten lassen, während wir immun gegen Massenkontrolleffekte sind und noch einigen anderen Champion-Punkten, die damit zusammenhängen, könnte das ein sehr, sehr spannendes Set für PvP sein. Also, so wie es hier ist, liest es sich schon balanced. Also, ich würde sagen, es ist balanced, weil wir haben hier 10 Sekunden Wirkdauer, 30 Sekunden Downtime. Wenn wir jetzt noch Unbeweglichkeitstränke spielen, haben wir also 20 Sekunden Immunität, 20 Sekunden lang keine Immunität. Das wäre also in diesem Falle eine 50% Uptime von Immunität gegen Massenkontrolleffekte. I guess it's fair, ja, also fair enough. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Ist es zu strong? Erfahrener PvPler, sagt es mir gerne. Ich würde aber sagen, es liest sich schon relativ. Es liest sich nicht zu stark. Es liest sich aber so gut, dass man es gut gebrauchen könnte. Nächstes Set. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. I don't know. Maximales Leben. Wenn wir stillstehen, bekommen wir Stacks bis zu 10 Stück. Immer wenn wir uns bewegen, wird uns ein Stack wieder abgezogen. Pro Stack kriegen wir auf Gold insgesamt 3800 Resistenzen und 380 kritische Resistenz. Das sind die Maximalwerte, wenn wir 10 Kumulationen haben auf Gold. Wann stehen wir mal stille PvP beim Flanken einnehmen vielleicht? Ja, okay. Ja, lässt sich irgendwie argumentieren, aber nee. Sorry, nein. Würde ich nicht sagen, dass es gut ist. Ausdauer. Befreit ihr euch, entsteht eine Welle Beobachterenergie, die Feinde innerhalb von 8 Metern 3 Sekunden lang Angst einflößt. 3 Sekunden Angst, sehr, sehr stark, die Gegner rennen weg, cool, müssen ausbrechen, verbrauchen Ausdauer, nice. Ihr haltet 7 Sekunden lang für jeden getroffenen Feind bis zu 6 mal 33 Magie und Waffenkraft. Das heißt also, jetzt müsste man noch rechnen können, ja, was ist das? 180 oder so, Magie und Waffenkraft, I don't know. Schreibt es mir gerne auch in die Kommentare. Ich habe jetzt gerade, könnte noch mal einen Taschenrechner öffnen, bin aber zu faul. Also auf jeden Fall irgendwas roundabout in dem Bereich. Das mit dem Verängstigen ist nice. Mit dem Ausbrechen ist nice. Hört sich auch gut an. Ich glaube auch ein interessantes Set. Auf jeden Fall. So für zum Sörgen oder sowas. Oder für
für Kleingruppen, die in Großgruppen reinplatzen wollen, nices Ding. Ja, stelle ich mir ziemlich gut vor. Soweit erstmal zu den ganzen Sets, die man sicher spielen kann. Jetzt gucken wir uns noch ganz zum Schluss die Crafting-Sets an und die gucken wir uns auf ESO-Hub an. So, ich bin mal rübergewechselt auf ESO-Hub und habe uns die Sets hier in Deutsch aufgerufen, damit wir uns das einmal anschauen können. Ihr seht hier unten auch immer die Crafting-Location, das hier in dem Fall vom ersten Set. Lebensregeneration, Ausdauerregeneration, Markerregeneration, verursacht ihr mit einem leichten, mittleren oder mittleren Angriff Schaden, erhaltet ihr 318 Leben und 318 Ausdauer-Marker. Wenn ihr einen voll aufgeladenen schweren Angriff macht, dann bekommt ihr das Doppelte. Nices Sustain-Set. Im PvP vielleicht ganz cool zum Lernen. Vielleicht auch generell als Sustain-Set. I don't. Ja, mit konstanten Light Attack Weaving. Also dem Einweben der leichten Angriffe zwischen die Skills. Könnte funktionieren. Aber ließ sich jetzt nicht super strong. Dann. Magiekraft, Waffenkraft, maximal Marker, maximale Ausdauer. Erhöht die Effektivität eurer Waffeneigenschaften um 100%. Beeinflusst nicht die Eigenschaften, die den Goldgewinn oder die Erfahrung beim Verwerten erhöht. Okay. Das ist ziemlich stark. Und zwar durch die Bank weg. Ja, Schadensausteiler. Ihr würdet halt auf einer 2. Also, jetzt nehmen wir mal ein paar Beispiele, ja. Bei Nirngeschliffen habt ihr eine Waffe, die jetzt nicht 15% mehr Waffenkraft hat, sondern 30%? Ja, moin! Bei Präzise habt ihr eine, also das war jetzt ein Beispiel, bei eine präzise Einhandwaffe, die gibt euch nicht mehr 3,5, 3,6 kritische Wahrscheinlichkeit, sondern über 7%. Eine Zweihänderwaffe, die präzise ist, gibt euch nicht 7%, sondern 14,4 oder so, fast 15% kritische Wahrscheinlichkeit und die Waffe? Holy crap! Das ist ziemlich viel. Und auch die ganzen anderen Effekte, ja, ein geschärfter Zweihänder, der gibt einen halt statt 3300 Durchdrehungen, gibt der einen halt 6600. Das ist ziemlich stark, ja, auch die, auch erfüllt, also eigentlich wirklich durch die Bank weg, alle Waffeneigenschaften werden dadurch ziemlich, ziemlich relevant. Glyphen mit Oblivion Damage funktionieren ja sowieso nicht mehr mit erfüllten Waffen, das heißt also im PvP. Im PvP wird das auch ein sehr, sehr starkes Set, aber man kann es nicht ausnutzen im Sinne von unumgänglicher Schaden, den man um sich wirft. Ja, also durchaus interessant. Ich denke, das wird im PvP sehr interessant, im PvE sehr interessant. Es wird für Schadensausteiler relevant werden. Es wird für Tanks ein gutes Einsteigerset werden und so. Also, ne, nice. Cooles Ding. Vor allem eine sehr, sehr gute Idee, finde ich. Das ist auch mal was Neues so, ja. Ist was Neues. Ich denke, das könnte einer der besten neuen Crafting-Sets werden eventuell. Sieg des Diamanten, Magie, Waffenkraft, kritische Treffer, also Magie und Waffen, kritische Treffer, Magie und Waffenkraft, verursacht ihr direkten Nahkampfschaden, erhaltet ihr 5 Sekunden lang überlegene Reichweite, was euren Fernkampffertigkeiten, also unsere Nahkampffertigkeiten geben unseren Fernkampffertigkeiten mehr Magie und Waffenkraft, unsere Fernkampffertigkeiten geben unseren Nahkampfangriffen mehr Magie und Waffenkraft. Übrigens 7 Meter ist die Grenze, also alles unter 7 Meter Nahkampf, alles über 7 Meter Fernkampf. Das Problem ist, dass dieser Wert jetzt hier, der jetzt hier steht, der wird halt nicht hier ins Charakterfenster berechnet. Das heißt, ihr werdet den dann hier nicht sehen. Das heißt, der ist unberührt von zum Beispiel Waffenkrafttränke oder Magiekrafttränke, die euch 20% mehr Magie und Waffenkraft geben. Man kann also diese 437 Magie und Waffenkraft nicht nochmal erhöhen, was leider dann nicht stark genug ist, um relevant zu sein. Also das müssten sie nochmal überarbeiten, wenn es interessant sein soll oder werden soll. Es ist aktuell nicht interessanter als bereits schon bestehende Sets. Deswegen würde ich sagen, meh. Da muss noch was dran gemacht werden, damit das dann tatsächlich interessant wird. Leute, das war ein unglaublich langes Video. Es tut mir schrecklich leid, aber ich wollte es für euch ausführlich machen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in die neuen Sets geben. In diesem Sinne, an dieser Stelle hier, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und schaut gerne nochmal beim letzten Vorschau-Video dabei. Da ging es, glaube ich, um die Combat-Vorschau. Das heißt also, was an Kampffertigkeit wurde verändert. Darunter geht es um meine News-Playlist. Da sind alle Vorschau-Videos mit drin. Danke nochmal an meine Unterstützer und bis zum nächsten Video. Tschüss.